Der Gänsewall. UNESCO-Welterbe, Gartenreich Dessau-Wörlitz im UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittlere Elbe. Die Anfänge des Hochwasserschutzes reichen bis in das 12. Jahrhundert zurück. Fürst Leopold I. Friedrich Franz ließ umfangreiche Eindeichungen von Elben und Mulde durchführen, die später zur Grundlage und zum Element der landschaftsgestalterischen Maßnahmen unter Fürst Franz wurden. Auch der Gänsewall zieht sich bis nach der Elbe hin, wo er einen noch viel angenehmeren Lustgang darbietet. Als näher nach der Stadt zu, so kann man auch auf den Gänsewall entlang nach den Wallwitzberge gehen. Fuchs, 1843. Das Landhaus ist von hier 1 Kilometer entfernt.